Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Heute investieren wir in England, denn die Obermatt Top 10 Liste ist in England. Es geht wieder darum, 5000 Franken zu investieren. Das ist ein Zwanzigstel des ganzen Investitionsbedarfs dieses Sommers, denn wir wollen ja rund 100.000 Franken in Aktien investieren und zwar langsam über die Zeit hinweg, denn das ist viel sicherer, als wenn wir alles aufs Mal investieren. Die genauen Erklärungen finden Sie auf unserer Homepage, wo wir erläutern, warum es besser ist, langsam reinzugehen, langsam rauszugehen, denn so sieht sicheres Investieren aus. Gehen wir also nach England, FTSE 100 heißt der Index dort. Wir schauen uns die besten Aktien an, denn das ist am einfachsten, um schnell gute Ideen zu finden. Und wir haben hier bei England Restaurants, Vermögensverwaltung, Gesundheitswesen, Verlagswesen, bei den Top 10 Value-Aktien und ich kann Ihnen schon sagen, wegen dem Brexit möchte ich nicht in Finanzunternehmen investieren, denn die werden garantiert leiden, wenn England aus der EU austritt, denn für Finanzunternehmen ist es extrem wichtig, dass die Märkte offen sind, dass die Grenzen offen sind, denn nur so hat man Zugang zu interessanten Anlagemöglichkeiten und das Gleiche gilt auch für Sie als Anleger. Sie sollten dort investieren, wo die Grenzen offen sind. Für uns heißt das, in England möchte ich kein Unternehmen haben, das sich fokussiert auf den englischen Markt, sondern ich möchte ein internationales Unternehmen haben. Und wenn ich hier jetzt so sehe, Restaurants, Aberdeen Asset Management, nein, das ist nicht das Richtige, Smith & Nephew ist eine Aktie, die mir gefällt, denn Gesundheitswesen, Ausstattung, also Werkzeuge für Gesundheitswesen ist sicher etwas, das global ist. Prüfen wir das nach, gehen wir mal auf die Webseite von Smith & Nephew. Und wir sehen hier, Smith & Nephew hat sehr gute Value-Ränge, auch sehr gute Sicherheitsränge. Das war nicht immer so. 2015 war der Value viel tiefer, bei 50, jetzt ist er bei 100. Das hat vermutlich zu tun mit den Wachstumskennzahlen. Genau, das Wachstum bei Smith & Nephew war eher schlecht, also sehr schlecht sogar, gerade auch 2016, also die neuesten Zahlen, sehen gar nicht gut aus. Das bedeutet, dass das Unternehmen durch eine Krise geht und deshalb vermutlich auch so gut bewertet ist. Das ist immer etwa ein Grund, warum es auf eine Obermatt Top 10 Liste kommt, denn man sollte die Unternehmen dann kaufen, wenn sie günstig sind und nicht dann, wenn sie teuer sind. Man kann jetzt Smith & Nephew googeln, gehen wir aber mal rein auf das Unternehmen selbst zuerst, schauen wir das Unternehmen an. Ich möchte überprüfen, was die machen. Natürlich machen sie Dinge als Medizinunternehmen, die ich jetzt als Laie nicht kenne. Ich möchte also ein bisschen schauen, wie sie sich den Investoren gegenüber präsentieren. We are Smith & Nephew, about us, das wollen wir jetzt wissen, was kann man dazu sagen zu Smith & Nephew? Our Marketplace, wo sind denn die überhaupt tätig? Das interessiert mich mal. Da steht noch nichts über wo sie sind. Für Privatinvestoren, dass die sprechen sogar uns an, die Direktinvestoren sprechen sie an. Was müssen wir wissen? Da steht auch nicht viel drin, erstaunlicherweise. Gehen wir also mal auf die Homepage. About us, annual report, what we make. Schauen wir doch mal die Produkte an. Orthopädie, Reconstruction, Sportsmedizin, Advanced Wound Management, Trauma. Das sind alles Dinge, die für uns wichtiger und wichtiger werden. Denken Sie an Orthopädie. Wenn die Leute älter und älter werden, muss immer mehr auch gemacht werden, um ihnen ein glückliches und funktionsfähiges Leben zu ermöglichen. Where we operate, das wollte ich ja noch wissen. Wo sind sie denn überhaupt? Sie sind überall auf der Welt, auch stark in Europa, stark in Amerika, aber auch in den Emerging Markets. Das gefällt mir. Ich kaufe Smith & Nephew. Das ist die Aktie, die ich heute kaufen werde. Ich werde das dann zeigen, welche Aktie ich gekauft habe in meinem Portfolio, wenn wir das nächste Mal zusammen sind. In der Zwischenzeit wünsche ich viel Erfolg mit Ihrem eigenen Investieren. Sie haben heute wieder gesehen, dass es nicht so schwierig ist. Wenn man ein Unternehmen auf der Obermatt Top 10 Liste findet, kann man es googeln, man kann herausfinden, warum ist das Unternehmen, passt das zu einem, ist das im richtigen Sektor, macht das Sinn im Portfolio langfristig und man kann auch die eigenen persönlichen Präferenzen berücksichtigen bei der Zusammenstellung des Anlageportfolios für
die eigenen Ersparnisse. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie das selber machen, und wünsche Ihnen viel Glück dabei. Auf Wiedersehen.